kann ich. Schön. Weitere Runde Nintendo Land, dieses Mal mit The Legend of Zelda Battle Quest. Das ganze Spiel ist ein wenig orientiert an Wii Sports Resort mit dem damaligen Schwertkampfspiel, wo man selbst rumgelaufen ist automatisch. Theoretisch genau dasselbe, nur dass eben jetzt ein Bogenschütze dabei ist mit dem Gamepad. Wir müssen übrigens abgewöhnen, das Tablet zu nennen. Es ist ja kein Padlet, es ist ein Gamepad. So. Noch sehen wir denselben Bildschirm auf dem Fernseher. Sind alle bereit? Sie naschen noch, das ist schön. Ich werde dennoch schon mal starten, einfach, weil ich das Recht dazu habe. So, wir sehen oben, wir sind auf dem Bildschirm, sehen wir den Splitscreen von allen Figuren. Ich bin der Bogenschütze, deswegen kann ich nur so einen Schnickschnack machen. Wir wissen. So. Von selbst. Du musst nur dein Schwert machen und wenn du B drückst, kommt dein Schild hoch. So, okay. Auf dem Bildschirm sehen wir, wie gesagt, alle. Du läufst von selbst, du musst nichts machen. Ach ja, so, das ist mein Bildschirm. Das Ganze funktioniert über den Sensor. Was ein ziemlich cooler Effekt ist, wenn man vor einem selbst davor steht. So, es geht los. Die Figur läuft von selbst. Wenn ich den rechten Stick nach hinten ziehe, kann ich schießen und aufladen. Und wenn ich loslasse, wird es abgeschossen. Die Figuren laufen, wie gesagt, von selbst. Nico nervt die Spiegelung. Das war voll daneben. So. Also den kann ich auch mit dem Stick, ja, wenn ich will, kann ich auch den Stick nehmen, aber normale Einstellung wäre natürlich mit Motion Control das Ganze zu machen, weil es witziger ist. So, hier kommt noch eine Aufgabe für mich. Da oben ist nämlich einer am Turm. Zack, weg ist er. Hier links kommen welche. Oh, beschützt mich! Ich bin zu wichtig, um zu sterben. Hier geht es darum, dass alle innerhalb von 5 Sekunden den hier treffen. Dann muss ich nochmal machen. So. So, mache ich das halt. So einfach. Ich soll ich mir einen Stick machen? Ich kann auch mehr. Der Gag ist dann ja weg. Okay, ich muss meine Pfeile wieder auffüllen. Das ist kurz nach unten halten. Dann geht's weiter. So, was haben wir hier alles? Was ist das? Das ist egal. Okay, jetzt geht es einmal dazu, darauf zu stellen. Alle Platten. Wie wurdest du noch getroffen? Was war das denn? Das ist überhaupt nicht. Nein, das ist nicht mein. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Nein, gar nicht. Das ist nicht meine Schuld. Achso, ich muss erst mal A drücken. Sorry. So. Okay. Den knall ich ab. Den habe ich nicht getroffen. Jetzt muss ich hier oben die beiden Schalter treffen. Locker hinbekommen. Pfeile nachladen. Weiter geht der Spaß. Wenn man so will, der Eingang zum Dungeon. Wir verlieren gerade sehr viel Herzen. Das ist okay. Das finde ich nicht schön. So, jetzt kommen extrem viele Gegner. Oh Mann. Ich ahne Böses. Nein, nein, nein. Lass ihn in Frieden. Nein! Ich bin noch nie weitergekommen als bis zu dieser Stelle, weil immer alle sterben. Na gut, ja, so viel dann erstmal zu Zelda. Ein sehr, sehr cooles Minispiel. Ja, ich denke, das war alles von Nintendo Land bisher. Sehr nette Sache, mal gucken, was noch für weitere Spiele kommen.